Heidio, wir haben jetzt Sonntag, knappe 14.30 Uhr und ich mache jetzt mal wieder ein Sonntagsvideo, obwohl so langsam, ich mache es ja eigentlich schon fast wieder regelmäßig, also könnte ich mal damit aufhören zu sagen, dass ich mache mal ein Sonntagsvideo, weil ich mache es ja sowieso meistens, aber gut. Diesen Sonntagsvideo geht es nochmal ein bisschen darum, ich hatte ja letzte Woche das Video hochgeladen, wo mein Computer abgestürzt ist. Ich habe jetzt auch herausgefunden, dass noch viel, viel mehr Videodateien verloren gegangen sind. Ich hatte ja schon mal angefangen, die eine Herrenkommode zu restaurieren, also sprich sauber zu machen, den Shellack etwas aufzupolieren und so ein paar Metallverzierungen nachzulöten. Davon habe ich natürlich jetzt schön brav Videos gemacht, plus die sind jetzt halt auch alle verschwunden. Also muss ich mir da jetzt mal irgendwas einfallen lassen, wie ich dann halt jetzt mit diesen Restaurierungsvideos weitermache. Das wird aber, denke ich mir mal, noch ein bisschen dauern, weil ich habe auch zurzeit keine Lust auf irgendwelche Möbelrestaurierungen. Aber gut, das sehen wir dann halt mal so alles. Und dann habe ich jetzt, das wird das Video, was am Mittwoch jetzt kommt, für eine Knotsholzküche was gebaut. Und zwar, ein Regal, was halt in die Hängeschrankfront mit integriert werden kann. Das Video könnt ihr euch dann ja mal anschauen. Und jetzt kommt noch mal was ganz, ganz Lustiges so für die ganzen Leute, die hier Hexenwerk und computergeführte Maschinen mögen. Papa hat sich ein Spielzeug gekauft, womit man sowas da ins Holz reinzaubern kann. Endeffekt ist, ich darf das ganze Ding halt zusammenbauen, einrichten und so weiter. Davon mache ich dann halt jetzt auch passend Videos. Also die nächsten paar Wochen gibt es dann halt Videos, wie man schwarze Buchstaben oder irgendwelche schwarzen Bilder in Holz reinzaubern kann. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß weiter auf YouTube. Bis dahin.